Ja, hallo YouTuber. Ich wollte streuen und hatte folgendes entdeckt. Ich bin hier auf dem Schweinestall und hier ist mein Strohlager. Ein Wespenbau, hä? Größeren Ausmaßes. Zwischen den Quadballen. Ja, wenn ich jetzt da eine Quaderballe aufschneide, dann gibt es wahrscheinlich Tumulte. Ich muss da wahrscheinlich irgendwie die bekämpfen. Sonst bin ich dann verstochen. Ich werde wahrscheinlich von hier hinten Stroh nehmen. Ja, da bin ich noch am Streifenvorhänge reparieren. Viele sind kaputt, defekt. Hier eine neue Rolle. Die alten abschrauben und die neuen wieder abschrauben. Damit, jetzt kommt die Winterperiode. Da ist es wichtig, dass die kleinen Schweine, die heute kommen, dann auch wirklich warm haben. Die Heizung. Hier ist ein Heizlüfter an der Schnitzelheizung angehängt. Hier ist ein Loch, wo die Wärme hinauskommt. Ich bin da ein bisschen am Vorwärmen, damit es so ca. 20 Grad mindestens ist, wenn die Ferkel kommen. Es ist ja zum Glück draußen auch noch recht warm. Dann ist das, erreicht man die Temperatur. Im tiefen Winter ist das manchmal schwierig. Da ist mein Stall nicht ganz gemacht, um zu heizen. Und schon die Wände sind isoliert. Auch hier die Betonwände ist doppelt betoniert, nicht gemauert. Und zwischendurch hier ist, von hier sieht man es nicht, aber da ist 6 cm Isolation dazwischen und dann ringsherum gemauert. War ein bisschen aufwendig, aber ich denke, das hat sich damals gelohnt. So. Nachmittag sollten die Schweine kommen, aber jetzt ist 12 und es geht Figo Mittagessen. Jawohl. Ein guter. Teure Diesel, 1,70. Ja, der Rhein ist der Wasserpegel sehr tief, da haben sie Mühe mit den Tanken fortzufahren. Dann muss ich da ziemlich teuren Diesel kaufen, 1,70. Der letzte habe ich wahrscheinlich etwas über 1,40 bezahlt. Scheiße, aber jetzt, man muss ihn haben. Ne? Ja, Figu ist am Mann. Es hat viele Mäuse, aber es ist sehr trocken. Also Mäusehaufen. Ne? Und hier ist es das letzte Mal, weil da wird
Da werde ich Winterweizen sehen. Wie gesagt, die Grasnarbe ist nicht mehr so schön. Die Grasnarbe ist nicht mehr so schön und es hat viele Mäuse. Darum werde ich hier Winterweizen, Futterweizen ansehen. Und das sind ja, zwei warme Tage, heute und morgen. Morgen eventuell ein bisschen Nebel am Morgen. Hoffe nicht zu lang. Weil seht ihr, wie es Staub gibt. Ich werde da silieren für die Rinder auf dem Pachtbetrieb. Premiere. Das ist das erste Mal, wo ich Silo mache in meinem Leben. Abendstimmung wieder einmal. So, ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss zusammen. Die Schweine sind an der Fütterung. Darum dieser Lärm.